Hallo, 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 meine Freunde. Wie geht es euch? So, jetzt gibt es mal Nachrichten von wieder mal leider vom Neusiedlersee. Das schaut ganz schlecht aus. Der Standard berichtet, Neusiedlersee um 40 cm seichter als im langjährigen Mittel. Anfang des Sommers war der See noch nie so seicht wie derzeit. Der Wasserstand von 115,09 Metern über Adria, was heißt das Adria? Meeros, Adria, ist nur noch 4 cm vom historischen Tiefstwert entfernt. Also sehr trocken. Typisch die Schilfbrände rundherum. Das ganze Schilf kann zu brennen anfangen, das ist so trocken wie Stroh. Ein ausgetrockneter Nebenarm des Neusiedlersees. Okay. Das Bild stammt von Ende Juni. Noch nicht alt. Und jetzt sind wir nicht mehr weit entfernt vom tiefsten Wert vom September 2003. Nur noch 4 cm entfernt. Dann schaffen es die Burgenländer ja leider den traurigen Rekord. Seit Aufzeichnungsbeginn 1965. Ja, die Hitze, aber das Wasser, das verschwindet ja und alle wollen das Wasser haben. Das geht ja, das wird ja gefiltert ins Grundwasser, das geht bis ins Grundwasser und dann wird es genommen von jedem. Und die ganzen Landwirte bewässern auch Gemüse und das meiste rinnt halt weiter. Vieles rinnt weiter. Gefahr von Schilfbränden. Da sieht man sehr schön, das habe ich hier berichtet vor kurzem bei Breitenbrunn, Dreieck der Fläche, und schaut mal, was da Schilf ist, alles voll. Das könnte gut unter Wasser stehen auch. Ich weiß nicht, ob es früher bis rauf gegangen ist. Kann ich mir gut vorstellen, aber da kenne ich mich zu wenig aus. Bin noch nicht sehr lange da beim Neusiedlersee zu Besuch, besser gesagt, und noch keine Probleme mit der Badesaison, ja, aber hinsichtlich einer Zuleitung aus Ungarn läuft weiterhin die Planung, ja, das habe ich schon mitbekommen. Aber die ungarische Opposition ist auch nicht begeistert davon. Und sie wollen irgendwie von der Donau, was glaube ich Slowakei, da schauen wir mal, wie heißt die? Moson-Donau, die Moson-Donau, Lage Slowakei-Ungarn. Da wollen sie Wasser zuleiten in den Neusiedlersee. Ich meine, die Donau, die hat sehr viel Wasser. Und warum nicht? Ich weiß nicht, ob es halt für die Natur, für die Tiere optimal ist, aber es entsteht wieder neue Plätze. Es entstehen wieder Plätze für die Natur und die Tiere, die finden ihren Weg, die Pflanzen. Wenn man so in China schaut, was die machen, ne, die betonieren alles gleich und einen ganzen Fluss durch die Stadt wird alles ausbetoniert, wird durchgeleitet. Ja, sehr trocken alles. Und wenn da ein Regenwascher kommt, ein richtiger Regenguss, da versickert nichts mehr und dann gibt es Überschwemmung. Leider. Häuser stehen auf ehemaligem Sumpfgebiet. Also die Ferienhütten oder was? Oder Wohnhäuser? Ich glaube richtige Häuser. Hm? Die Maßnahmen, die die Landwirte selbst treffen können, ja. Weniger bewässern, auf jeden Fall. Ja, Leute, es
war ein kurze Zusammenfassung vom Neusiedlersee. Leider wird es immer weniger. Der Wasserstand immer niedriger. Und hoffentlich kommt mal gemütlicher Regen. Ein, zwei Wochen lang. Das wäre richtig nice. Und der Wind wird nicht mehr von Hecken gebremst. Okay. Der Klimawandel mache sich damit ebenso bemerkbar wie die Fehler der letzten 50, 60 Jahre. Ja. Viele Fehler wurden da gemacht. Nicht nur beim Neusiedlersee, sondern weltweit. Und die ältere Generation sagt halt immer, ja, wir werden es nicht erleben, wir werden es nicht mehr erleben. Ja, das hört sich so an, als ob es dir egal wäre, ne? Wenn einer sagt, wir werden es nicht mehr erleben. Was ist jetzt? Ist das jetzt für denjenigen egal, was jetzt passiert in Zukunft? Für unseren Nachwuchs, für die junge Generation? Die müssen noch, die sollen und müssen noch Jahrtausende überleben. Nicht nur ein paar Jahre oder Jahrhunderte, zig Jahrtausende. Ja, das ist leider so. So, dann wünsche ich euch noch was und bleibt gesund. Und ja, das war's. Tschüss.